Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute sind wir wieder in Riding Club Championships unterwegs. Ja, ich habe heute endlich mal wieder Glück. Ich habe es schon ein paar Mal probiert in Riding Club. Ich wollte es eigentlich schon letzte Woche filmen, nur irgendwie waren die ganze Zeit keine Leute online. Ich glaube, in den letzten 2 Wochen oder wie lange ist es her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, irgendwie nur 3 Mal ein Ranked Match gehabt. Wie ihr seht, habe ich jedes Mal verloren, weil ich gegen Level 60 oder 50, ich weiß nicht, antreten musste. Es war wirklich hanebüchen. Wir haben aber heute jetzt 49 Leute online. 49 online hatten wir schon ewig lang nicht mehr. Jetzt probieren wir es einfach mal. Alle meine Freunde sind offline, natürlich. Oh, das ging super schnell. Level 15, wow, das ist doch schon mal ein gutes Match. Wahrscheinlich oh nein, bitte nicht, Leute. Bitte nicht. Oh, das fängt jetzt schon wieder gut an. Ich hab... Oh Gott, wo muss ich hin? Oh no. Ja, das fängt schon mal wieder gut an. Das ist genau meine Hassstrecke, die ich nicht auswendig kenne. Das ist doch wieder super. Das ist doch wieder ganz klar, dass ich... Wo muss ich hin? Ach, dahinter. Ach, komm. Oh Gott, jetzt darüber. Oh. Ach, geschafft. 4 Fehler. Scheiße, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder verloren. Leute, ich... Yes, I win! Oh mein Gott! Was? Was? Sagt er, ich habe 3000 Ränge gut gemacht. 3000? 3000? Seht ihr das auch? Es tut mir leid, mein Hund ist wieder super laut. Ich sage das jetzt mittlerweile in jedem Video. Es tut mir echt super leid, aber ich will sie nicht jedes Mal aussperren. Mein Hund ist nämlich schon super alt. Und ja, sie hat im Moment so ein paar Probleme und ihr hört sie hier rumtippeln. Ich weiß nicht, was sie hat. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade im Moment hat. Gerade eben war sie noch auf ihrer Decke gelegen. Wow, wir sind wieder Rang 8000. Oh Leute, das ist so geil. Wir möchten bitte nochmal ein Ranked Match gegen jemanden, der ungefähr unser Level ist, bitte. Wir brauchen noch so viel. Oh Leute, jetzt haben wir nicht nachgeguckt. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Es tut mir total leid. Ich rede in der doppelten Geschwindigkeit. Aber ihr versteht es nicht. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde dieses Spiel so klasse. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum das niemand spielt. Das ist so ein tolles Spiel. Das ist kostenlos. Und es spielt niemand. Und ich war jetzt schon so oft online und ich habe keine Ranked Matches gefunden. Und das ist echt super, super schade. Und jetzt bin ich super hyped, dass 46 Leute online sind, weil als ich angefangen habe zu spielen, da waren ganz oft 80 online oder so, also doppelt so viel. Wir haben nochmal jemanden gefunden, yay! Aber Level 27, oh Gott, da werde ich jetzt so ablosen. Jetzt habe ich die 3000, habe ich jetzt bekommen und jetzt werde ich die wahrscheinlich wieder verlieren. Das ist immer das Dumme an dem Ganzen, weil... Du hast halt da keine Wahl, ne? Wenn du abbrichst, dann kriegst du gar nichts, ne? Aber das war super gut. Das war super gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die Verweigerung... I win! Wow, I win! Ich habe nochmal fast 2000 bekommen. Was habe ich jetzt? Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Yes! Wieder 6000. Meine Güte, meine Güte. Ach, das geht hier heute richtig gut. Mein Gott, ich hoffe, wir finden noch mal jemanden und gewinnen. Ich wollte ja so gerne in die Top 1000. Weiß jemand von euch, wie man in die Top 1000 kommt? Ich meine, ja, immer gewinnen ist mir... Oh, Level 18, Arrow to the Knee. Glaube ich, war das... Oh no, oh no, da bin ich auch mal zu dumm für diese Welt, leider. Es gibt so Welten, habt ihr das auch? Es gibt so Welten, die kann man einfach nicht. Da ist man einfach zu dumm. Ist ja auch nicht schlimm oder so, weil... Heißt ja nicht, dass man dumm ist, oder man ist einfach nur zu dumm. Das ist ein Unterschied. Und yes! Habt ihr das gesehen übrigens? Habt ihr das gesehen? Ich bin da drüber gekommen. Whoop. Was? Warum? Ich habe das doch jetzt voll gut genommen. Wieso habe ich das jetzt nicht bekommen? Warum habe ich... Oh nein, wie... Oh nein! Oh, wie ärgerlich. Ach, komm.
Jetzt verliere ich wahrscheinlich wieder 5000 Ränge. Warum ist derjenige grün? Auf jeden Fall habe ich nochmal fast 750 Ränge gut gemacht. Ich war aber super schlecht. Ich war super schlecht. Oh mein Gott, ich war so schlecht. Leute, hatet mich nicht. Ich war super schlecht. Oh. Oh, nochmal Arrow to the Knee. Hey. Hey, Girl Boy. What is up with you? We are racing together. It's so much fun. Sorry, ich erfinde hier. Oh nein! Oh, das war so früh abgesprungen. Eigentlich singe ich den ganzen Tag das neue Backstreet Boys Lied. Kennt ihr das? Don't go breaking my heart. Wo muss ich hin? Ach so, ich bin schon fertig. Disqualified. Also das ist natürlich jetzt total blöd, weil ich möchte natürlich dann schon gewinnen, weil ich gewinne und nicht, weil jemand disqualified ist. Aber ich habe 500 Ränge nochmal gut gemacht. Jetzt bin ich wieder in den Top 5000. Hey, ich habe heute einen Run, oder? My Emily. Oh, jetzt konnte ich leider nicht sehen. Es tut mir leid. Auf jeden Fall war das Level. Oh nein, ich bin zu spät abgesprungen. Und Penalty. Jetzt werde ich wahrscheinlich verlieren. Es ist ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. Vor allem. Was? Jetzt bin ich aber nicht. Ach komm, 8 Fehlerpunkte. Das ist doch. Ich fühle mich hier. Ich fühle mich gemobbt. Also ehrlich. Ich kenne das gar nicht. Bin ich schon mal geritten? Leute, kann mir jemand sagen, bin ich schon mal geritten? Wo muss ich denn hin? Ja, super. Ich kenne diese Scheißstrecke. Es tut mir leid. Scheiß sagt man nicht. Aber ich kenne diese Strecke nicht. Ist halt super schwer, wenn man die Strecke halt nicht kennt, ne? Nein, warum bin ich jetzt? Och, 12. Leute, das war so schlecht. Jetzt habe ich so oft gewonnen und jetzt habe ich sowas von gefailt. Wie schafft man denn das, dass man alles gewinnt immer? Ich meine, ja, ich müsste mich vielleicht mehr konzentrieren, ne? I lost. Oh, aber seht ihr das wegen. Jetzt habe ich 830 Ränge verloren. Ach komm. Hört's halt auf. Ist doch totaler Scheiß jetzt. Ach ja, genau. Ich wollte euch weiter erzählen, weil die Backstreet. Ich bin der große Backstreet Boys Fan. Und ich habe ja. Ich war ja auf der Backstreet Boys Cruise. Von Miami eigentlich zu Grand Turk, aber. Statt Grand Turk mussten wir dann in die, also auch in die Karibik, aber auf die Bahamas mussten wir. Stattdessen, also wir sind dann nach Nassau gefahren, weil in Grand Turk, ich wollte so gerne nach Grand Turk, ich hätte mich so auf Grand Turk gefreut, aber da war ein Hurricane und es wäre lebensgefährlich gewesen, wenn wir dahin gefahren wären. Und dann mussten wir umdrehen und stattdessen nach Nassau fahren. Die haben immer so einen Notplatz frei. Und da haben wir dann angelegt. Und ja, das war super, super schön. Und mein Vlog. Also ich habe ja auch einen Lifestyle-Kanal. Und ich weiß nicht, das Problem ist, mir geht es im Moment nicht so gut. Ich bin so ein bisschen, ich kränke leider so ein bisschen. Und ich wollte den echt sofort fertig machen, als ich nach Hause kam. Das war Anfang Mai. Jetzt haben wir 4 Wochen später und ich habe noch nicht mal angefangen. Ja. Ich habe noch nicht mal angefangen mit meinem Vlog zu bearbeiten. Aber ich habe mir das jetzt für nächste Woche vorgenommen. Und ich hoffe, dass der dann nächste Woche irgendwann kommen kann, der Vlog. Und ja, die haben jetzt auch einen neuen Song rausgebracht. Ich weiß nicht, wie wir jetzt auf die Backstreet Boys gekommen sind. Ach ja, genau, weil ich es furchtbar schlecht gesungen habe. Und die haben jetzt einen neuen Song rausgebracht. Der heißt Don't Go Breaking My Heart. Und ich finde ihn mega toll. Meine Lieblingssongs, also meine Lieblingsartisten sind eigentlich im Moment Backstreet Boys, Taylor Swift, Patrick Kelly. Den finde ich super. Da gehe ich jetzt demnächst auch auf ein Konzert. Irgendwann im Juli ist das. Da freue ich mich schon voll.
Und was ich auch immer gern höre, ist Justin Bieber. Ich weiß, ich bin viel zu alt für Justin Bieber, aber ich finde, er ist ganz cool eigentlich. Ja, Storytime with Sandy. Opponent found! Wild Vanilla? Oder Wild Vanilla? I'm not sure. So, komm, also das werde ich doch jetzt in Gottes Namen hinbekommen mit null Fehlern, Leute. Wir versuchen jetzt mal null Fehler. Oh Gott, ja. Können wir nochmal probieren, bitte? Kann ich nochmal anfangen? Oh goodness, wo muss ich hin? Ja. Kann ich nochmal bitte? Oh goodness gracious, wo muss ich denn hin? Achso, ich bin fertig. Warum habe ich jetzt vier Fehler? Das ist doch. I lost. Ja, logisch, habe ich jetzt gelost. Oh my goodness, aber seht ihr das? Ich hätte. Oh. Ohne Worte. Wie viel brauchen wir denn noch? Oh Gott, Leute. Wir brauchen noch so viel für Level 19. Oh. Ich habe verloren. Ja, und jetzt habe ich. Ich bin. Okay, schon. Das ging jetzt super schnell. Oh mein Gott. Aber es ist voll peinlich, weil die ist ja eigentlich erst Level 15. Aber die ist einfach besser wie ich gewesen. Oh nein, 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 Pylone, Pylone nicht. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich es hinbekomme. Mein PC, ich weiß nicht warum. Ich habe eigentlich nichts verändert an Riding Club Championships, aber die Performance von meinem PC ist jetzt viel besser in Riding Club. Also ich wüsste zumindest nicht, dass ich was verändert hätte. Ich hatte noch keinen einzigen Bug bis jetzt. Also toi, toi, toi. Wahrscheinlich komme ich jetzt gleich nicht mehr über die Pylone rum und dann wieder meinen ersten Bug oder so. Aber also ich habe ja keinen PC, ich habe einen Laptop. Der kriegst du aber jetzt viel besser hin. Wo muss ich hin? Ah, dahinter. Dahinter. Komm, 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 komm. Yes! Ich habe null Fehler, Leute. Habt ihr das gesehen? Ich bin so gut durchgekommen. 48 Sekunden. Okay, ich muss jetzt irgendwie 5 Minuten warten, weil die irgendwie gar nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie doof gemacht, weil, ja, also ich finde, dass derjenige nach 1 Minute disqualified werden sollte und nicht erst nach 5. Das war jetzt krass. Ich habe jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, 5 Minuten lang gesungen. Ja. Voll anstrengend, ehrlich gesagt. Aber ich habe gewonnen, zumindest da. Baby, don't go breaking my heart, breaking my heart. Baby, don't go breaking my heart, it's the only one I got, it's the only one I got. Okay, also, wir haben wieder Arrow to the Knee, wo muss ich hin, oh Gott. Kennen wir das schon? Ich glaube nicht, oder? Sind wir das schon mal geritten? Oh Gott. Wahrscheinlich sind wir das gerade vorhin schon geritten und ich kann mich einfach schon wieder nicht daran erinnern. War das das, was wir gerade eben geritten sind? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Leute, ich glaube, das ist das, was wir gerade vorhin schon geritten sind, oder? Ich kann mir das nicht merken. Warum kann ich mir das nicht merken? Könnt ihr euch das merken? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, wo müssen wir hin? Oh Gott, nee, also ganz ehrlich, es kommt mir null bekannt vor. Go, 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 go. Wo müssen wir denn jetzt wieder hin? Ach so, wir sind fertig. Oh mein Gott, ich habe null Fehler. Habt ihr das gesehen? Ich habe null Fehler. Was geht eigentlich bitte? Was geht eigentlich? Es tut mir so leid, ich habe so gute Laune jetzt gerade, weil endlich wieder hier Leute online sind, mit denen ich racen kann. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt nochmal ein Rennen, oder? Und dann können wir mal gucken, wie viel wir noch brauchen für Level 19. Falls wir jetzt nochmal jemanden finden, ich habe natürlich keinen blassen Schimmer, ob wir jemanden finden. Gucken wir mal. Baby, don't go breaking my heart, breaking my heart. Baby, don't go breaking my heart, it's the only one I got. It's the only one I got. And we need to watch. Zombie Eater 27. Okay, das ist wieder eine Katastrophe, Leute. Die Leute, die so hohes Level haben, gegen die gewinnt man immer super schlecht.
Ich hätte aber jetzt noch so gerne noch einmal gewonnen. Wo müssen wir hin? Ich kann mir das immer nicht merken. Zumindest hatten wir heute nicht mal eine Hassstrecke. Es gibt nämlich noch schlimmere Strecken. Da bin ich. Ah, nein! Da bin ich noch schlechter, Leute. Da bin ich noch schlechter. Oh no. Habe ich die gerissen? Nee, die habe ich jetzt nicht gerissen. Aber ich habe 4 Fehlerpunkte. Und der Level 27er hat wahrscheinlich nur. Warum habe ich jetzt noch eine Stange gerissen? Was habe ich denn jetzt heute? Ja, toll. Jetzt bin ich wieder über 5000. Nein, 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 nicht Playalone. Jetzt müssen wir nochmal ein Rank-Match machen, weil ich möchte jetzt bitte gerne unter 5000 sein. Ah, wir haben sowieso viele Ränge gut gemacht und wenn ich jetzt die ganze Zeit nur noch verliere, dann ist unser ganzer Vorteil im Arsch. Im Arsch sagt man nicht, Geist. Tut mir leid. Ah, wir haben jetzt zumindest wieder 1000 Coins. Das ist doch cool. Arrow to the knee. Okay, das ist zumindest ein Match, das fair ist. Ich finde es. Oh! Oh mein Gott, das war knapp. Oh Gott, das war knapp. Ich wecke meinen Sohn nicht auf mit meinem Rumgeschrei hier. Ich finde es immer super fies gegen Level 27. Oder ich habe auch teilweise wirklich so Leute gehabt, die waren dann irgendwie Level 2 oder so und müssen dann gegen mich antreten. Also ich meine, gegen mich ist es nicht so tragisch, weil. I win. Warum ist die immer disqualified? Das verstehe ich nicht. Aber ich hätte trotzdem gewonnen, oder? Was sagt ihr dazu? So, wir müssen noch einmal groomen. Und dann müssen wir noch ein Rennen machen. Und wenn ich dann da gewinne. Jetzt zählt's, Leute. Ein Rennen noch, oder? Jetzt machen wir noch ein Rennen, oder? Ist doch jetzt egal. Ich habe jetzt hier gerade so viel Spaß, wenn so viele Leute online sind. Warum ist mein Pferd schon wieder so dreckig? Kann mir das jemand sagen? Und es tut mir leid. Ich rede, glaube ich, irgendwie zu schnell. Aber ich bin einfach jetzt so hyped. Vor allen Dingen, Leute, wir hatten heute Star Stable Live. Ich filme heute Sonntagabend. Und das war so cool, Star Stable Live. Ich hatte da so viel Spaß dran. Das Pony. Oh mein Gott, wer von euch spielt alles Star Stable? Das Pony. Das ist mein Traumpony, Leute. Dass wir in Star Stable Live. Ich nenne das ja Community Jorvik Pony. Und das ist mein absolutes Traumpony, das wir da gemeinsam kreiert haben. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich kann es kaum erwarten, wenn es rauskommt. Ich hoffe, dass es noch diesen Monat rauskommt. Das fände ich super nice. Ich meine, letztendlich ist es voll egal, wann es rauskommt, weil ich werde es auf jeden Fall kaufen, egal wann. Die Frage ist nur, was es kosten wird. Ganz viele haben mir schon geschrieben, oh Gott, es wird bestimmt voll teuer, weil es hat ja jetzt Normalgeschwindigkeit. Aber ich glaube nicht, dass es so teuer wird. Was hatten denn die Welsh-Ponys gekostet? Irgendwie 750, oder? Die waren jetzt, finde ich, viel zu teuer für das, dass sie keine normale Geschwindigkeit hatten. Wenn es jetzt aber wirklich so ist, dass das Jorvik-Pony eine normale Geschwindigkeit bekommen. Viele sagen erst, glauben sie nicht. Sie glauben nur, dass sie ein bisschen schneller werden. Das fände ich scheiße. Dann, ich sag heute die ganzen Schimpfwörter, gell? Es tut mir total leid. Also ich weiß gar nicht, was heute mit mir los ist eigentlich. Aber falls es wirklich so wäre, dass die nicht quasi so gut sind wie die Anfis zum Beispiel, das fände ich richtig, richtig doof. Also da wäre ich echt enttäuscht. So, wir gehen jetzt noch ein Rennen und jetzt zählt's, Leute. Was machen wir denn jetzt, wenn wir einen 27er wieder haben oder einen 30er? Dann verlieren wir ja wieder. Oh no, letztes Rennen, ich habe Angst. Oh, ich möchte unter 5000 kommen. Das sollte heute so das Ziel sein, das Ziel dieses Videos. Ziel dieses Videos. Oh, leck. Ah, Arrow to the Knee. Ja, lustig. Also, Arrow to the Knee, ich finde es übrigens voll cool, dass wir die ganze Zeit zusammen reiten. Ich weiß jetzt nicht, ob du mich verstehen kannst. Oder ob du mein Video guckst. So viele Leute gucken natürlich das Riding Club Championship nicht. Also natürlich ist es irgendwie gar nicht, weil ich verstehe ja, wie gesagt, immer noch null und nixi. Das, oh mein Gott. Oh, null Fehler. Oh Gott. Jetzt bin ich aber gut durchgekommen. I win! Yes! Oh mein Gott, und es war so knapp, Leute. Seht ihr das?
Es war so knapp, aber ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. So, wir sind Rang 4583. Das ist gut genug für heute, hätte ich gesagt. Wir können mal ganz kurz noch gucken, wie die Stats aussehen. Oh my goodness, wir bräuchten nur noch zwei, dann wären wir Level 19. Das heißt, das nächste Mal bekommen wir Level 19. Vielleicht mache ich auch ein bisschen ohne euch weiter, ich weiß es noch nicht genau. Dann machen wir halt gemeinsam irgendwie Level 20 wieder oder so. Das ist irgendwie so was Besonderes, oder? Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ich wieder filmen soll, das nächste Mal gleich, wenn ich wieder reite. Ja, dann verabschiede ich mich auf jeden Fall von euch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!